Eine weitere Parallele sehen wir in den Versen 3 und den Versen 6 und 7, also den Versen nach Vers 3, wo die Entrückung ebenfalls angedeutet wird. Wir lesen zuerst mal die beiden Verse. Vers 3: Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst die Apostasia kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Vers 6 und 7: Ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, zuerst aus dem Weg sein. Und wenn wir hier jetzt mal ein bisschen genauer hinschauen, dann werden wir eine erstaunliche Parallele finden, also einen ähnlichen Gedankengang. Es wird also eine Reihenfolge beschrieben. Zuerst muss etwas geschehen und danach wird der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart werden. Zuerst muss das Blaue geschehen, sehen wir hier zuerst und hier unten zuerst. Und danach wird er, nämlich der Mensch der Sünde, beziehungsweise der Sohn des Verderbens, geoffenbart. Das heißt, was wir hier sehen, ist, dass ein inhaltlicher Zusammenhang besteht zwischen dem, der jetzt noch zurückhält, und der Apostasie. Und aus dem Kontext wissen wir, da gehen wir gleich noch näher drauf ein, dass der, der jetzt noch zurückhält, der Heilige Geist ist, wie gesagt, dazu gleich mehr. Und das macht es deutlich, dass auch dieser Begriff Apostasia in diesem Zusammenhang steht. Und was eben hier auch deutlich wird, ist das Wort zurückhalten. Das bedeutet, hier wird suggeriert, dass die Apostasia ein Ereignis ist, die letztendlich das Kommen des Antichristen noch aufhält, noch verhindert. Und das macht es auch völlig, und daher ist es auch völlig unlogisch, dass es hier um einen Abfall geht. Denn ein Abfall wird das Kommen des Antichristen nicht aufhalten, sondern ganz im Gegenteil beschleunigen, um nicht zu sagen, erst ermöglichen. Und aus dieser Parallele zwischen dem, der jetzt noch zurückhält, und der Apostasia, können wir sehen, dass eine Entrückung hier viel, viel plausibler ist. Denn genauso wie die Gegenwart des Heiligen Geistes auf der Erde, genauso ist auch die Gegenwart der Gemeinde auf der Erde, wir sollen ja das Salz und das Licht sein, etwas, was das Böse zurückhält und somit das Kommen des Antichristen verhindert. Und wenn die Gemeinde aus dem Weg ist, dann brechen sozusagen alle Dämme. Und das macht es eben sehr plausibel, dass es bei Apostasia sich um die Entrückung handelt.